Eine neue Runde, ein neues Glück. Weiter geht's mit Pumpkin Jack. Jetzt sind wir hier mitten im Wald. Die Eule will nicht mit uns reden, aber die beobachtet uns ja nur noch. Oh, Inventar. Da können wir halt wechseln. Gucken. Ah, okay, so geht das. Nicht schlecht. Ich glaube, die Waffe ist sogar besser. Oh, die Eule wieder. Okay. Jawohl. Sehr gut. So machen wir das. Jawohl. Ja, Jack hat es immer noch drauf. Auch hier im zweiten Teil. Wo laufe ich denn lang? Mal gucken überhaupt, wo ich lang muss. Ah, hier wahrscheinlich hoch. Ich hasse das ja. So schmal ist hier. Das haben wir doch schon sehr gut gemacht. Hey! Auch nicht. Dann müssen wir hier natürlich rüber. Den hier einfach wieder runter? Ja, ne? Jo, jo, jo! Ah, das hast du dir so gedacht. So, pass auf, wir machen das wieder so wie vorhin. Wir schießen lieber. Besser als immer nur Nahkampf. Ja. Ah, der... Was pinkelt er denn da? Ist ja widerlich. Und ich trinke das Zeug, ne? Darf man nicht vergessen. Sieht jedenfalls so ähnlich aus. Oha, das war ja eine ganz knappe Angelegenheit. Okay, aber wieder einen weg hier. Ich finde diese Schüsse besser als Nahkampf. Ja, geschafft. Mache ich Geister kaputt, Gaia. Ja, sehr schön. Komm her. Ja, und wieder einer weg. So ein bisschen an wie Chips oder so, finde ich. Schön ist, wir können die ja mal hier ein bisschen weglocken. Laufen wir wieder rum. Zack, und den nächsten. Da sind ja noch welche. Und zack, den nächsten. Und den nächsten. Wir können auch einfach hier weiter, ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So und so mal die Frage, ob man alle Gegner besiegen muss, die man so sieht. Glaube ja nicht. Der Stab ist natürlich schon genial, ne? Der hat die Power. So, neuer Speicherpunkt, sehr gut. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Wir haben hier noch ein paar Geister, die können wir noch platt machen. Jawohl. Hier haben wir so einen schönen Rahmenschädel.
guckst du dir sicher an. Ja, sehr gut. Einer ist hier noch. Oder war es das? Nee, das muss gewesen sein. Hier nämlich lang. Jawohl, Training war gut. Mach ich. Oh. Irgendwas Neues. Oh. Schon wieder ein Kopf abgeschraubt. Oh, eine Bombe. Müssen wir die denn überhaupt hinschieben? In die Richtung, ne? Oh, das ist runtergegangen. Das ist dann natürlich schön. Jetzt mal damit. So. Ja, das sieht doch gut aus. Oh nein. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wie es geht. Heißt, wir müssen hier erstmal rüberschießen. Ah, sehr gut. Und jetzt. So, in die Richtung. Ah, sehr gut. Lass mich durch. Ah, nochmal umlegen hier. Schalter, sehr gut. Eine Scheißsituation. Ja. Okay, ich weiß, wie es geht, aber wir müssen noch ein bisschen besser werden hier. Und zwar die Richtung. So. Ja. Ja. Aber das müsste jetzt gehen, weil die weit genug vom Käfig entfernt ist. Nee, noch nicht ganz. Ja, so ist richtig. Jetzt müssen wir die in die Richtung schieben. Die Richtung. Alter, das war eine Tortur, sag ich euch. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Aber. Die Bombe blieb da hinten liegen, ja? Okay, das wäre natürlich top. Ah, das finde ich gut. Echt keinen Bock, woanders anzufangen. Ja, nur noch ein bisschen hier mit der Steuerung gucken.
Das war auch knapp. Noch einmal. Ja. Alter, das ist ja gar nicht so einfach. Es ist halt sehr konzentriert sein. Alter, was für eine Explosion. Grandios gelöst von mir. Dann können wir hier gleich weiter. Ja, man muss mal ein bisschen warten, sag ich mal, vom Timing her. Aber ist zu machen auf jeden Fall. Ah, pinkelt das, was ich trinke. Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Die Mäuse kann man noch mal so bekämpfen. Muss man ein bisschen aufpassen. Muss nicht übermütig werden. Okay, die kommen da immer alle aus dem Bau. Vielleicht kann ich den Bau auch gleich klappen. Zack, zack. Mäusegula. Ja, komm, die Beine. Machen wir noch platt hier? Ne, brauchen wir nicht. Bin auch weg. Oh, mal gut. Können wir was trinken? Oha, ich ahne Böses. No, 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 Jack. Ich weiß, was du gerade denkst. Der Emo-Kanarienvogel, ja. Der Fall ist, in einem alten Wagen würde uns alle umbringen. Das befürchte ich auch und ich muss bestimmt ordentlich lenken. Jack, du bist doch irre. So, auf geht's. Was eine geile Runde hier. Klingt schon ein bisschen wie Weihnachtsmusik. Dass das alles so klappt vom Timing her. Und Jump. Aber man kann Gott sei Dank auch nicht fliegen. Schießen. Wird immer schneller und vom Timing her immer komplizierter. Oh, das war auch knapp. Oh, ich sehe nix. Wir haben's. Eieiei. Wir werden gleich belohnt mit einem kleinen Trank. Sehr gut. Spiel wird gespeichert. Leck mich an der Tasche, ey. Das war aber eine komplizierte Angelegenheit hier. Ich kenne das sogar ganz früher vom C64. Indiana Jones oder so gab es mal einen Teil, da muss man halt auch Zeit immer. Ah, jetzt pinkelt er mich hier an wieder. Muss man auch die ganze Zeit irgendwie irgendeine Lore hin und her schieben. So. Aber ich würde sagen, wir haben viel Energie verloren. Wir trinken jetzt nochmal einen Schluck. Ich hoffe, dass die Gegner da nicht spawnen. Nee, das haben sie diesmal nicht getan. Jack hat's drauf, würde ich sagen.
Dach rumspringen hier. Ah. Das hätte nicht sein müssen. Manche Dinge kann man sich echt sparen. Aber... Ja, komm ey, ich mache hier Erdbeermarmelade aus dir. Okay. Wo wir Energie verloren haben, werden wir natürlich nochmal einen kleinen Schluck trinken hier. Oh, war das lecker. Wenn ich überlege, dass der Vampir mich die ganze Zeit mit dem Zeug anpinkelt wahrscheinlich, möchte ich nicht wissen, was da drin ist. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Oha. Ist eine Leiter darüber oder muss ich das Gefühl? Nein. So, volle Energie haben wir ja. Ich glaube, den schießen wir mal von weitem hier. Wie er wegläuft. Ah, den haben wir. Ja, ist immer besser, vom Weiten zu schießen. Will man sich da die Finger schmutzig machen? Ja, kriegen jetzt auch nochmal zwei hier verpasst. Ja, jetzt auch nochmal. Gut ist, die laden auch meine Energie damit auf. Komm, einmal noch. Ja, sehr gut. Noch eins, ein Geist ist noch da. Ah, zack. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Die Stelle ist echt nicht ohne. Ich weiß nicht, wie ich hier über Eck komme. Ach so. Okay. Boah. Dann hier zurück, glaube ich. Ach, da sind aber gerade ein paar Geister. Die natürlich, da ganz klar. Immer wieder erscheinen, wenn man hier das Nest nicht kaputt macht. Ah, dann ist hier Ruhe im Karton. Ich weiß gar nicht, was das bringt, wenn ich jetzt die Fässer hier kaputt mache. Ah, hier kann ich nochmal einen Raben einsammeln, Rabenkopf. Ah, jetzt bin ich quasi beim Ursprung gelandet, wo ich hergekommen bin. Ob wir jetzt hier zurücklaufen müssen. Ich glaube, das macht wenig Sinn, ne? Ne, laufen wir lieber hier lang. Ah, da ist auch ein Rabenkopf zum Einsammeln. Ah, sehr gut. 4 von 20 erst, ey, das wundert mich. Okay, aber die ist wahrscheinlich in jedem Level irgendwie anders. Okay, ich bin aber doch hier gelandet, also... Muss irgendwie richtig gewesen sein. Von da nach oben, weiter nach da hinten geht's nicht, also müssen wir hier irgendwie wieder zurück. Ja. Kann ja sein, dass wir dann irgendwo... in der Mitte der Strecke irgendwie aussteigen. Doch. Von hier aus geht's weiter. Sehr gut.
Immer ruhig mit den jungen Pferden, sagt die Eule. Ah ne, der Rabe sagt das. Boah, alter Falter, ey. Das ist aber hier schwindelerregend, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wo ich da hinkomme, ob das... Ah nein, scheiße, nur weil ich gelabert habe und nicht konzentriert war. Ich dachte, man kommt da nur zu diesem Rabenschädel, aber wahrscheinlich geht's dann auch noch woanders hin. Ein Stück rüber hier, ja, sehr gut. Oha. Alter, ich sag euch, das ist hier eine Konzentration. Ah, komm, komm, komm. Ah, sehr gut. So. Hier haben wir noch einen Schädel, den wir einsammeln können. Sehr gut. Mal Schiss vom Timing, ey, dass ich das so... Das ist echt übel, ne? Wenn man daneben springen würde. Mal gucken, dass wir hier auch gut rüberkommen. Oha. Geht's da rein oder geht's da rüber? Das ist so die Frage. Hier rein geht's nicht. Boah, das, da ist das ein Balanceakt. Eieiei. Ich dachte schon, er fährt jetzt mit der Lore wieder zurück. Jetzt geht's hier lang. Boah, wir haben es fast geschafft. Ah nein, ey, es gibt's auch gar nicht. Was für ein Scheiß, ey. Das ist ja wirklich ärgerlich. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken. Oh, das wäre ein Mist. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg nochmal laufen, ey, weil wir uns einmal nicht richtig konzentriert haben. Gerade, ich kenne mich ja, ich will ja mal so hektisch über den Ecktisch. Das geht aber in dem Game nicht. Hier müssen wir echt mal ein bisschen konzentrierter sein. Natürlich, wenn man hier einmal runtergefallen ist, hat mir die Schnauze voll, das nervt. Man möchte schnell weiter. Das darf uns nicht triggern. Wir müssen echt konzentriert bleiben und mal versuchen, die Mitte so zu erwischen. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Alter, ey, ist das eine Tortur hier. Das sind hier ist ja noch die angenehmste Stelle sozusagen. Das kriegen wir jetzt noch hin, alles klar. So. Da müssen wir jetzt mal genau gucken. Hier bin ich eben nicht rübergekommen, warum auch immer. Ah, wir haben es geschafft. Zur Belohnung gibt es auch was zu trinken. Sehr gut. So, machen wir nochmal Fernschuss hier. Ja. Drei Schüsse brauchen die, glaube ich. Ja, sehr gut. Die nächste. Zack. Alter, diese Zombies, ey, die sind so nervenaufreibend. Mann, Mann, Mann. Ich kann schon gar nicht mehr reden hier. Au. Jetzt wird's kompliziert. Sieht schon so böse aus.
will mich einfach nicht weiterlassen. Ich bin der Wächter dieses Orts und der Gegend, die in ihm wohnt. Jetzt hier hinterher laufen. Oh Gott. Ja, wohl eine Macke, ey. Willst du das konzentriert schaffen, ohne runterzufallen? Ah. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch mal Schluss. Und sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Freue mich schon drauf. Lasst mal ein Abo da und Daumen nach oben. Ein paar Kommentare wäre ganz nett. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.